Amazon macht ein 20:1 Aktiensplit. Was bedeutet das eigentlich in diesem Video? Let's go! Willkommen zurück bei Finanzfitness, Mike Wagner hier, schön, dass du wieder dabei bist. Ich möchte dir heute mal erklären, was dieser 20:1 Stock-Split bzw. Aktien-Split von Amazon denn für dich bedeutet, ob das eventuell den Aktienpreis hochtreiben wird, der jetzt schon ordentlich oder ein bisschen natürlich angezogen ist, und ob das heißt, dass zukünftig die Aktie auch besser steigen könnte. Zusätzlich gab es noch neue Informationen, ich möchte das Ganze jetzt mal erklären. Erstmal 20:1 Aktien-Split heißt in diesem Fall, dass die Aktien jetzt hier vom Preis als einzelne Aktie an der Börse gehandelt, günstiger werden. Das heißt, du bekommst, wenn du jetzt eine Aktie hast, zum 3. Juni bekommst du 19 weitere Aktien in dein Depot gebucht. Und ab dem 6. Juni ist es ebenfalls so, dass du die Aktien dann zu dem neuen Preis handeln kannst. Der Kurs, also im Graph, der wird dann natürlich entsprechend angepasst. Das heißt, jetzt ihr habt nicht hier 2600 Euro und dann fällt es hier ab, weil die Aktie jetzt nur noch 170 oder was weiß ich Euro kostet, je nachdem, wie sie jetzt noch weiter steigt oder fällt. Das heißt, das wird natürlich entsprechend der Splits hier angepasst. Wir haben das gesehen bei einigen Aktien, die jetzt hier ordentlich schon einen Split gemacht haben, beispielsweise Apple. Und danach hat es eben stattgefunden, dass man in den Dow Jones Index zum Teil aufgenommen wurde. Was bedeutet das jetzt und warum ist das der Fall? Wir haben jetzt hier die Situation, dass beispielsweise Alphabet und auch Amazon nicht im Dow Jones drin sind. Warum? Weil sie einfach sehr, sehr teuer sind als Aktie an sich. Durch ein Auswahlgremium werden hier die Aktien eben hinzugefügt zum Index, und man schaut aber auch darauf, wie viel kostet denn eine Aktie. Und es wäre natürlich fatal, bei einem relativ kleinen Index mit wenig Aktien eine sehr, sehr teure Aktie wie Amazon jetzt hier drin zu haben. Und wenn die sich um 1% bewegt, würde der Index natürlich sich auch sehr, sehr stark bewegen, aber auch sehr, sehr stark fallen, und das wäre relativ schlecht für den Index. Aber es kann jetzt vorteilhaft sein, wenn die Aktie entsprechend günstiger wird, wenn man sich den Preis anschaut, dass sie in den Dow Jones aufgenommen wird, also Amazon, eventuell auch Alphabet, die ja auch einen Split machen. Und entsprechend kann es sein, wenn viele Menschen jetzt hier Indizes kaufen oder also beziehungsweise Indize-ETFs kaufen, und entsprechend kann das sein, dass das den Aktienkurs erstmal nach oben treiben wird. Das ist für mich etwas Positives in dem Fall. Aber fundamental ändert sich natürlich für Amazon in diesem Fall jetzt nichts. Dadurch, trotz alledem, werden Retail-Investoren, das heißt kleine Investoren wie wir, natürlich jetzt dazu gebracht, mehr diese Aktie zu kaufen, weil sie eben günstiger wird und man jetzt nicht mehr einen 50-Euro-Sparplan darauf laufen lassen muss, sondern eventuell direkt eine Aktie für 150 oder 200 Euro einfach kaufen kann bei einem Depot wie Trade Republic oder auch Scalable, wo es relativ günstig möglich ist. Schaut mal unten gerne in die Links rein, die habe ich unten verlinkt, wenn ihr noch kein Depot dort habt. Da ist es dann relativ günstig, könnt ihr machen, ist aber ein Affiliate-Link, müsst ihr natürlich nicht. Zusätzlich hat Amazon angekündigt, dass wir ein 10 Milliarden Stock-Buyback-Programm haben. Vorher war das weniger, und das zeigt für mich hier, dass Andy Jassy den richtigen Weg geht und hier auch die Aktionäre natürlich mehr mit ins Boot holen möchte. Und dann Rückkaufprogramm, er hat das erweitert, wurde durch das Board abgesegnet, und entsprechend heißt es in diesem Fall, dass hier ebenfalls noch größere Summen an Buybacks gemacht werden können, aber man hat hier auch noch nicht die vorherigen 5 Milliarden ausgeschöpft, sondern ich glaube, es waren nur 2,2 Milliarden in etwa. Entsprechend heißt es, in den kommenden Jahren können hier auch noch ordentlich Buybacks gemacht werden, und man kann hier den Aktienkurs auch noch zusätzlich etwas nach oben drücken. Natürlich muss man sagen, in der Regel ist es oftmals so, dass es sogar noch nach dem Split steigt. Denn dann sind eben Retail-Investoren in der Situation, dass sie sagen, ach, das gefällt mir, die Aktie kann ich jetzt günstiger erwerben, ich hätte sie gerne vorher schon gehabt, aber sie war mir einfach viel zu teuer. Nicht vergessen sollte man natürlich, dass am 25. Mai noch die Jahreshauptversammlung hier zustimmen muss, aber ich gehe stark davon aus, dass das relativ schnell durchgeht, weil das ist auch im Sinne der Aktionäre. Das bedeutet also, wer am 27. Mai die Aktien im Depot hat, also die Aktien zum jetzigen Zeitpunkt noch, bekommt am 3. Juni die splitbereinigte Aktie, also den splitbereinigten Kurs ins Depot gebucht, also 19 weitere Aktien, und der Kurs, also die Aktie zu dem neuen Kurs, kann ab in etwa 6. Juni, also in etwa 3 Tage später, gehandelt werden. Das ist übers
Wochenende. Ihr habt Fragen, lasst mich in den Kommentaren wissen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich bin hier sehr positiv gestimmt, weil jetzt kann man endlich mal die Aktie auch zu einem einfach geringeren Preis kaufen und kann sich so ein paar Anteile nochmal ins Depot holen und muss das im Depot nicht so hoch gewichten, wenn man vielleicht noch nicht ein so großes Depot hat. Wie steht ihr dazu? Lasst mich wirklich in den Kommentaren wissen. Also ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.